Hallo, ihr Querlinge! Weiter geht's mit Dringil in Black Geyser, Couriers of Darkness, meiner angespielten Reihe dieses Rollenspiels. Das hier ist die Episode 4, das heißt, es gibt ein erstes Zwischenfazit am Ende dieser Episode und dann die Frage an euch, ob ich noch 4 weitere Episoden Dringil durch diese Welt hier führen soll, um uns noch ein besseres Bild dieses Spiels zu geben. Ja, aber wir gehen erstmal von hier weg, denn wir möchten nach Easelbright, der Hauptstadt. I'll do it. Und da wird wohl das ein oder andere passieren. Die Easelbright-Tore, mal gucken, ob sie uns überhaupt reinlassen. Da rennt schon jemand durch die Gegend. Das sind Bürgerliche, okay, also es scheint es hier keine unmittelbaren Kampfhandlungen zu geben. I'll do it. Wenn hier normale Leute rumstehen. Leider ist es nachts. Ach, das ist ein Kind, das hier rumrennt. Ja, das sieht ja doch relativ friedlich aus. Wenngleich natürlich nachts irgendwelche Stadttore eigentlich geschlossen sind, vor allen Dingen, wenn man sich im Krieg befindet. Abenteurer sind hier. Wir schauen uns das mal ein bisschen um. Aber da ist auch schon das Kartenende erreicht. Ah, die Karte ist auch schon aufgedeckt von Anfang an. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Bei einer Gegend, die so gut einsehbar ist und wo man so oft vorbeikommt. Deswegen denke ich, auf der anderen Seite hier wird auch nichts sein. Ja. Dann also, auf zu den Toren. Mal gucken, was wir tun müssen, damit sie uns reinlassen. Helgenhaar und Dringil. I'll go wherever I'm needed. Mhm. Es ist offen. Ah ja, wir dürfen hier durch. Es ist möglich, dass das hier vielleicht später eine Karte ist, wo, wenn Easelbright angegriffen wird, rein hypothetisch, ich weiß es ja nicht, dass hier dann die Dinge anders sind, dass wir dann nicht mehr in die Stadt reinkommen zu späteren Zeitpunkten, dass diese Karte dann wichtig wird. Im Augenblick ist hier erstmal noch Friede, Freude, Eierkuchen. Oder auch nicht, denn die Wache sagt, stehen bleiben! Was wollt ihr in der Hauptstadt? Wie es aussieht, seid ihr kein Händler. Na, dem hier unsere wahre Geschichte auf die Nase zu binden, halte ich für keine gute Idee. Ich bin gekommen, um mich der zwielichtigen Diebesgilde anzuschließen, die insgeheim die Stadt regiert. Dann plane ich, dort aufzusteigen, bis ich selbst Herr von Easelbright und schließlich des Königreichs bin. Naja, am ehesten das hier. Ich suche Arbeit als Söldner. Das ist vielleicht normal und unauffällig genug. Ist das so? Nur ein starker Arm ist hier immer willkommen, solange man für die richtige Seite kämpft. Was haltet ihr denn von der Deron-Guld-Rebellion? Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie meinen Vater getötet haben. Das sollte hier wohl jegliches Misstrauen im Keim ersticken. In Ordnung, geht rein. Of course. Ah ja, ah, das, es gibt hier mehrere Stadtviertel. Es gibt den Graurindeplatz, Wardenhaft, das Burgviertel und die Marktstraße. Wir können erstmal nur zur Marktstraße. Na dann, gehen wir zur Marktstraße. Und da werden wir aufgehalten von einer Gruppe, die recht aggressiv aussieht. Aber der hier scheint nicht ganz klar auf den Beinen zu sein. Schwankt ein bisschen. Der hier ist so eine Art Dringil und der hier könnte uns mächtig Ärger machen. Ein Magier oder Kleriker oder dergleichen. Einer von denen ist Smolf, wahrscheinlich der mit dem Stab hier. Brillanter Taschenspielertrick, Horumil. Ich schätze, Lord Markham weiß immer noch nicht, dass er nun ein schickes Armband weniger besitzt. Wer ist Horumil? Ach, das ist der in der Mitte. Und deswegen, meine Freunde, lieben wir die Südküste. Den ganzen Tag lang betrunkene Adlige. Nur noch ein paar dieser Nummern. Und wir können Krag eine angemessene Behandlung zukommen lassen. Das ist wohl Krag hier. Psst, jemand kommt, glaube ich.
und Horumiel. Was für ein günstiger Moment für euch, in unser Leben zu treten, ihr reizenden Fremden. Meine Freunde und ich kassieren von jedem, der die Stadt betritt, eine kleine Gebühr. Nein, eigentlich einen Almosen, 50 Goldstücke. Aha, was habe ich für Möglichkeiten? Option 6 gefällt mir gut. Wenn ihr so dämlich seid, euch mit Taschendiebstahl auf der Straße zu brüsten, solltet ihr euch lieber aus dem Geschäft zurückziehen. Übergebt mir das Armband und ich sorge dafür, dass ihr einen fairen Gegenwert für eure Bemühungen erhaltet. Abzüglich meines Honorars, versteht sich. Für mich klingt das nach einem billigen Trick. Ich weiß nichts, Smolf. Ich glaube, er ist sauber. Nehmt das Armband und trefft uns später am einsamen Baum im südwestlichen Teil des Bezirks. Versucht dafür einen guten Preis zu bekommen. Und er humpelt sogar, guckt mal. Die haben eine Humpel-Animation gebaut. Okay, es war jetzt ein bisschen seltsam, aber Dringir scheint sehr überzeugend zu sein. Wie auch immer er vom Lord Espen-Anwesen aus eigentlich bisher Erfahrungen in krumme Geschäfte gemacht haben soll. Aber vielleicht ist er ja das ein oder andere Mal irgendwohin gesendet worden, um ja, Dinge zu lernen. Das muss ja auch im Interesse seines Vaters gewesen sein, dass er nicht die ganzen Jugendjahre und die ganze Kindheit ja, auf dem abgelegenen Anwesen verbringt und gar nicht weiß, wie es jenseits des Horizonts weitergeht und was es danach zu lernen gibt. Deswegen denke ich mal, Dringil ist schon mal irgendwo gewesen, so ja auftragsmäßig und hat vielleicht hier und da auch ein paar Kontakte. So, haben wir jetzt eine neue Quest? Wege finden? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben ein tiefblaues Armband erhalten. Das ja offensichtlich gestohlen ist. Wo ist es denn? Da unten, ah. Konzentration 0. Schlechter als unser Armband. Also es ist einfach nur ein Schmuckgegenstand. Unser Armband hat ja eine magische Wirkung. Ah ja, und das hier ist die Karte des der Marktstraße. Wir haben hier Tobald Tollbarts Amboss. Hier Häuser. Königliche Rösser. Der gaunerische Schacher. Gemischtwarenladen, Morans Warenlager, Familienhaus und Familienhaus, Schutzwachen Hauptquartier, Kirchenschlafsaal, Ilios Kuriositäten, Eldins Stoffe, was ist das hier? Tempel des Alnarius, die großen Bäder, heruntergekommenes Haus, Belluns Waren, hier eine Art Park. Ja, also in einem richtigen Let's Play würde ich jetzt hier wahrscheinlich 2 Episoden für brauchen. Je nachdem, ob man überall rein darf, ob man überall reingehen möchte im Augenblick und wie es da drin so weitergeht. Ich denke, wir steuern die einzige Schenke an, die wir hier haben, der gaunerische Schacherer. Wir müssen erstmal hören, was hier so eigentlich passiert ist in letzter Zeit in der Welt. I'll do it. Oha, wir haben hier einen riesigen patrouillierenden Golem oder dergleichen. Den da unten. Er hat Probleme damit, die Richtung zu wechseln. Aber wenn der einmal zulangt und man nicht ausweichen kann, dann gute Nacht. Branka, das ist die Lady hier in Schwarz. Dass sie so lange braucht, sicherlich hat die große Biala Besseres zu tun, als in einer Taverne herumzuschleichen. Und Teralla, die grüngewandte Lady daneben. Die Adligen dort drinnen müssen sie regelrecht anhimmeln. Würdet ihr euch nicht Zeit lassen, wenn ihr an ihrer Stelle wärt? Und wieder Branka. Ach bitte, Biala ist nichts weiter als eine aufstrebende Schülerin mit einer ungewöhnlich großen Portion Glück. Außerdem macht adliges Blut einen Menschen nicht automatisch zu einem noblen Menschen. Und Rüss. Das ist vermutlich ein Mann in Blau, der zwischen den beiden Damen steht. Hätten sie wenigstens ein bisschen Geschmack, würden sie den echten Preis hier draußen auf der Straße
Und Terella fährt ihm ins Wort. Oh, hütet eure Zunge, ja? Andernfalls wirke ich einen Plapperzauber. Und Rüst tut mir leid. Und Branka. Ich bin immer noch verblüfft, dass Lord Trüpe, oder Tribe, nennen wir ihn Trüpe, jemals auf dieses Flittchen hereinfallen konnte. Und Tarella. Trüpe vielleicht, aber Lord Fiffin? Unglaublich. Gong. Wir haben also ein Gespräch belauscht, aber wieso ist das für uns von Relevanz? Lesen wir mal nach. Ich hörte zufällig, wie auf der Marktstraße in Iselbright einige Zauberer über eine Dame namens Bialla redeten. Sie scheint in dieser Gegend eine recht wichtige Persönlichkeit zu sein. Und das, was wir gerade erlebt haben, eine Gruppe von Grobianen hieß mich in der Stadt Iselbright willkommen. Allem Anschein nach hatten sie auf dem Marktplatz soeben das Armband eines Lord Markham gestohlen. Ich konnte sie überreden, mir das Schmuckstück zu überlassen. Sie erwähnten außerdem einen Ort namens Südküste, verrieten mir aber nicht, worum es sich dabei handelt. Wenn ich diesen Markham einmal treffe, wäre er vielleicht interessiert daran, sich seinen Schmuck zurückzuholen. Ja, oder wir finden einen Hehler. Nun gut, wir haben Trunkenbold und außerdienstliche Soldaten und diese drei Magier. Es gibt im Moment keinen Grund, die anzusprechen. I'll go wherever I'm needed. Also gehen wir erstmal rein. Mal gucken, wie da so die Stimmung ist und wie groß das überhaupt ist. Und ob da Musik spielt. Es spielt Musik und keine schlechte. Wir können nach oben gehen. Da ist die Tür, da sind wir gerade. Das hier ist die Küche und das ist der seltsam geformte Schankraum. I'll do it. Carmina und jede Menge Lords. Lord Triple, Lord Smetric, Lord Fiffin und Bialla Adelis. Vielleicht können wir die auch belauschen. Dringi denkt sich, das wird wohl die sein, von der draußen die Rede war. Mal gucken, was die so erzählt. Lord Smetric sagt, wenn man mich fragen würde, dann würde ich Lady Bialas herrliche Präsenz mit dem Licht der Morgendämmerung vergleichen. Und Lord Trüpe, ach, ich würde Lady Bialas liebliches Antlitz niemals mit so etwas Derbem vergleichen. Ich denke, die Reflexion des Mondlichts auf einem stillen Teich trifft es eher. My lords are too kind, but you know, I'm finding it a titch stuffy in here. I believe I will step out for some air. Das ist zu gütig von euch, meine Herren. Aber wisst ihr, ich finde es hier drin etwas zu stickig. Ich glaube, ich gehe kurz raus an die frische Luft. Und Lord Fiffin, erlaubt mir euch zuzufächeln, meine Lady. Wie sind die denn alle drauf? Und Lord Smetric, ich habe auch einen Fächer für solche Gelegenheiten. Meiner ist aus Fasanenfedern gemacht. Und Fiffin, pa, diese schmutzigen wilden Fasane. Mein Fächer besteht aus Pfauenfedern. Und Trüpe, tretet zur Seite, Bettelknaben. Mein Fächer ist aus den Federn des legendären Phönix gemacht. Er kühlt im Sommer und wärmt im Winter. Really, my lords, I have a needlepoint back at my apartments that I'm most eager to complete. If you'll excuse me. Und Bialla Adelis versucht es erneut. Wirklich, meine Lords. Ich habe zu Hause eine Stickerei, die ich unbedingt noch zu Ende bringen möchte. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet? Und Smetric. Unmöglich, Lady Bialla. Ich lebe keine Stunde mehr, wenn ihr mich nicht diesen beiden Halunken vorzieht. Und Trübe. Ich halte es keine Minute mehr aus. Ihr müsst mich diesen beiden Vagabunden vorziehen. Und Fiffin. Ich keine Sekunde, Trottel. Und Helgenhaar mischt sich ein oder sagt zu uns. Was für ein Theater diese Männer veranstalten. Eine Zwergin wüsste, wie man mit einer solchen Situation umgeht. Ein leichter Schlag auf die Schläfe mit der Rückseite einer Axt. Schauen wir doch mal, ob wir ihr nicht helfen können, Dringil. Es läuft alles unter der Rubrik Wege finden.
Also weder die Geschichte mit dem Armband noch die Geschichte mit Bjalla ist eine Nebenquest. Aha, interessant. Es könnte sein, dass Bjalla eine Gefährtin ist, weil sie ein Bild hat. Ne? Na dann? I'll go wherever I'm needed. Yes? Oh, Lord Smedric, as much as your poetry is alarmingly metaphorical, I still must insist that you speak to no one regarding your thoughts on my resemblance to a flower bud ready to open. Lord Smedric, ich finde eure Poesie zwar auf beunruhigende Weise metaphorisch, aber ich muss trotzdem darauf bestehen, dass ihr mit niemandem über eure Gedanken zu meiner Ähnlichkeit mit einer sich öffnenden Blütenknospe sprecht. Wir können hier feilschen und überzeugen, eine Finte aussprechen, um sie wegzulocken. Zuerst mische ich ein kleines Glas mit Wasser und Wein. Danach stecke ich es in jemandes Tasche. Und was hast du denn davon? Das aussieht, als hätte er sich in die Hose gemacht oder was? Wasser und Wein, keine Ahnung. Ach nee, dann wirkt er vielleicht wie ein Säufer oder so, weil es dann nach Alkohol riecht. Aber ich meine, verdünnter Wein. Meine Lady, da seid ihr ja. Ich freue mich schon auf unser Gespräch zum Thema Funiculare Imperidae. Oder Imperidae. Und ihre mögliche Anwendung in der Behandlung pilzbedingter Außenohrentzündungen. Wer denkt sich denn sowas aus? Herr Ober, ich hätte gerne eine Flasche des besten Tropfens und bringt ihn bitte an den Tisch von Lady Bjalla. Ja. Wir versuchen mal das Stehlen und Unterschieben. Mal gucken, ob das klappt. Zuerst mische ich ein kleines Glas mit Wasser und Wein. Danach stecke ich es in jemandes Tasche. Und jetzt Lord Trübe. Hoppla! Und Smedric. Haha! Trübe! Alter Dummkopf, ihr habt euer Getränk verschüttet. Und Pfiffin. Das hat er nicht, sein Getränk steht da. Und Trübe. Ach, du meine Güte! Ich bin ganz nass, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Und Smedric, ich glaube, ich weiß es, alter Junge, das riecht nach Wein. Und Bjalla Adelis, ihr habt euch nass gemacht? Igitt, ekelhaft, geht alle weg, sofort. Und Smedric, schon wieder Trübe? Ihr seid wirklich enttäuschend. Und Trübe, ich bitte vielmals um Entschuldigung, Lady Bjalla. Und Pfiffin, das ist jetzt das dritte Mal. Ich habe mitgezählt. Okay, also doch die nasse Hose. Was für Vögel. That was neatly done. Who do I have to thank for my rescue? Das war sehr geschickt gemacht, mein Herr. Wem habe ich meine Rettung zu verdanken? Sie scheint auch elfisch zu sein, so vom Ohr her. Es gibt keinen Grund, ihr gegenüber jetzt hier Geheimniskrämer zu sein. Wir brauchen auch ein paar bekannte Freunde und Verbündete in der Stadt. Deswegen, ich bin Dringil, ich stehe gerne zu Diensten. I am the Lady Bjalla of the Feldegug, darling of the court and spellweaver extraordinaire. But of course, you know all that. Und ich bin Lady Bjalla von den Feldegug, Liebling des Hofes und eine unvergleichliche Zauberin. Aber das wisst ihr bestimmt bereits. Das kann ich nicht behaupten. Ihr kennt mich wirklich nicht? Wie köstlich! Ich bin der endlosen Scharen kriecherischer Grafen und Viscounts und deren Gefolge überdrüssig. Man kommt hier kaum über die Straße, ohne über sie zu stolpern. Und wenn ihr mich nicht kennt, dann müsst ihr neu in Iselbright sein, was umso erfreulicher ist. Nun, ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Was führt euch in die Hauptstadt?
Ich versuche, Merbalot Espen in Erfahrung zu bringen, der vor kurzem auf seinem Anwesen von Truppen aus Deron Guld getötet wurde, oder? Ich bin zwar der Erbe von Espen, aber da dies mein erster Besuch war, weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Das Übliche, ein verstoßener Mann aus dem Adel, unehelich geboren, versucht sein Geburtsrecht zurückzuerlangen, nachdem er sieht, wie sein Vater ermordet wird. Ihr kennt die Geschichte. Naja, ganz wollen wir nicht alles auf die Nase binden, deswegen Option 1. Ich versuche, mehr über Lord Espen in Erfahrung zu bringen, der vor kurzem auf seinem Anwesen von Truppen aus Deron Guld getötet wurde. Oh, was für ein Glück! Mich mit Adelstiteln auszukennen, ist quasi mein zweiter Beruf. Ihr müsst mir erlauben, euch zu begleiten. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alles erfahrt, was ihr wissen wollt. Und mich dann damit gleichzeitig dafür revanchieren, dass ihr mir dabei geholfen habt, diese Parasiten loszuwerden. Naja, die scheint ja eine Art Hofmagierin zu sein. So hat Dringil das zumindest verstanden. Hervorragend, ich könnte Hilfe gebrauchen. Gut. Ich schlage vor, wir versuchen es zuerst im Palast oder in der Halle der Schrift. Gong. Und damit haben wir sie rekrutiert. Yes. So, sie hat ein bisschen Kräuterkram dabei. Sie trägt das dritte Auge, ein Diadem, mit dem sie einmal pro Tag einen Wolf beschwören kann. Was ist das hier? Spruchweber Ohrringe der obskuren Macht. Okay. Als Gewand. Gewänder des Ausnahmetalents. Severines Strahlen. Einmal pro Tag kann man damit wirken. Hier die Handschuhe des Alchemisten. Geben halt ein bisschen Resistenzen und Brauen trocknen. Bonus. Hier. Kaltstern, ein Ring. Schnee einmal pro Tag. Der Gürtel ist ein leichter Elfengürtel. Ich glaube, so einen haben wir auch. Und die blauen Schuhe sind schicke blaue Stiefel. Punkt. Okay. Sie hat einen brillanten Saphirstab. Einen ordinären Dolch und drei Aufgüsse aus Beerensaft. Jetzt könnten wir mit ihr sprechen. Das tue ich aber nicht, um noch ein bisschen was zu zeigen. Wir gehen mal kurz nach oben, um zu schauen, was da eigentlich so passiert. Oder was da noch so ist, wie das da weitergeht. Aha. Hier sind die Zimmer, die man hier vielleicht auch mieten kann. Wer weiß das schon so genau? I'll do it. Schau dich mal um. Türen werden überbewertet. In ihrer Begleitung werde ich jetzt mal nichts stehlen. Denn ich werde mich, anders wie es meine sonstige Gewohnheit in solchen Spielen ist, jetzt direkt mit ihr mal zumindest versuchen, mich zu dieser Halle der Schrift durchzuschlagen. Um zu schauen, wie das da mit ihr weitergeht, was wir da lernen und erfahren können. I'll do it. Mal gucken, ob es dann draußen nicht irgendwelchen Ärger gibt mit diesen anderen drei Magiern. Nee, die sind alle weg. Sehr gut. Seid nett zu den Leuten und der Welt, dann wird alles gut werden. Doch seid ihr... Was? Naja, irgendwelche bürgerlich unterhalten sich. Halle der Schrift. Hätten wir jetzt hier nirgendwo. Deswegen denke ich, wir müssten mal irgendwo... Ja, erstmal einen Punkt finden. I'll do it. Von dem aus wir ins nächste Stadtviertel rüber diffundieren können. Und dann muss ich gut raten, welches Stadtviertel wohl dasjenige ist, in dem sich die Halle der Schrift befindet. Der Palast ist vielleicht ein bisschen zu großkalibrig, denkt sich Dringil, ohne zu wissen, was ein Kaliber eigentlich ist. Aber er möchte da jetzt ungern direkt reinlaufen. Also, wir haben hier die Marktstraße, hier ist das Burgviertel. Und da Wardenhaft, was auch immer das sein soll. Wir gehen mal ins Burgviertel. Wir gucken es uns an. Ah, betritt die Halle der Schrift im Burgviertel. Treffer und versenkt. Wir sind da unten links. Was ist das hier? Kjar Wallers Anwesen. Botschaft von Zida Shuda, Botschaft des Nordreichs und
Botschaft der Ostimperien und hier schließlich der Königspalast und die Halle der Schrift. Da möchten wir hin. I'll do it. Sie haben Blumenkübel. Das sieht sehr ordentlich aus hier, sehr sauber. Sogar die Dachrinnen glänzen noch. Dürfen wir hier rein einfach so? Hm. Macht Platz, Pöbel! Seht ihr nicht, dass Lady Biala durchkommen will? Ich bitte euch im Namen dieser unwürdigen Person um Verzeihung, meine Lady. Okay. Aber Biala sagt, ich danke euch, mein Herr, aber diese Person ist ein Freund von mir. Oh, wirklich? Wirklich. Er hat euch nicht zufällig gefangen genommen oder so etwas Ähnliches? Nein, ganz und gar nicht. Aber wir haben etwas Dringenderes in der Halle der Schrift zu erledigen. Dürfte ich? Natürlich doch, meine Lady. Ihr und euer Freund sind jederzeit hier willkommen. Und Helgenhaar. Ich bin dankbar, dass sich unsere Wege auf dieser einsamen Straße gekreuzt haben, Dringil. Und euch auch, Lady Biala. Ich weiß nicht, wie ich ohne eure Hilfe jemals durch diese Türen gekommen wäre. Mal sehen, was wir nun finden. Stimmt, Helgen hat ja eine persönliche Quest da drin zu erledigen. Offenbar ist es gar nicht so einfach, hier reinzukommen. Deswegen ist Lady Biala wohl zu rekrutieren gewesen. Wahrscheinlich wären wir hingelaufen, hätten uns eine Abfuhr von den Wachen eingehandelt. Und dann hätte die Quest gehießen, wir brauchen hier irgendeinen Leumund oder einen Begleiter. Und dann wäre vielleicht sogar Lady Biala als Hinweis schon gekommen. Und dann hätten wir sie rekrutiert, so wie ich es quasi vorausschauend bereits getan habe. Und nun? Halle der Schrift. Das ist sie. Es ist eine Halle und darin liegen Schriften. Nomen est omen. Hier sind ein paar Schriftgelehrte. Tja, und was müssen wir hier machen? I'll do it. Vielleicht mal den Archivar fragen. Wir wissen sonst ja gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ihr, die leuchtende Spitze ihres Zauberstabs wirft Schatten und hat so einen leicht bläulichen Lichtkreis um sie herum. Das ist sehr schön. Der Archivar sagt, schön euch zu sehen, meine Lady. Und Biala, euch auch, Archivar. Ich weiß, ihr seid ein vielbeschäftigter Mann, also komme ich gleich zur Sache. Dringil braucht Informationen über einen gewissen Adligen. Ich weiß, dass ihr uns dabei sicherlich helfen könnt. Und der Archivar, sehr schmeichelhaft, Lady Biala. Und zudem sehr richtig. Was wollt ihr wissen, mein Herr? Was ist mit Espens Anwesen geschehen? Das wurde von den Wilden aus Deron Guld geplündert. Die Späher des Königs berichteten, dass es keine Überlebenden gibt. Und schlimmer noch, einige gefährliche Kreaturen haben beschlossen, es zu ihrem Lager zu machen. Die Krone kann keine Männer entbehren, um sie zu vertreiben. Also wird es wohl die Aufgabe der Erben sein. Und welches ist das Schicksal von Lord Espen? Ich fürchte, er ist tot. Er ist bei einem Überfall auf sein Anwesen beim Ausbruch des Krieges ums Leben gekommen. Wer hat nach dem Tod von Lord Espen Anspruch auf das Anwesen erhoben? Die Verfügung des Espen-Nachlasses ist natürlich vertraulich. Ich bin gesetzlich verpflichtet, dieses Thema mit niemandem zu besprechen, der nicht direkt betroffen ist. Das heißt, nur mit Blutsverwandten. Dann bleiben wir ihm gegenüber mal bei der Wahrheit. Ich erfuhr erst nach seinem Tod, dass Lord Espen mein Vater war. Nun, das ist interessant. Espen hatte zwar einen Erben, einen Sohn namens Altnar, aber Altnar hat keine Möglichkeit, das Erbe anzutreten, da er zum Verräter an der Krone wurde. Die Sache mit dem Vatermord verdammt ihn in dieser Hinsicht doppelt. Übrigens, mein Beileid zu ihrem Verlust. Er scheint es uns zu glauben. Ich danke euch. Könnt ihr mir helfen, meinen Titel einzufordern? Hat euch Lord Espen zu Lebzeiten nie als seinen Sohn anerkannt?
Jetzt wird's juristisch. Ja. Hat er nicht, nein. Das spielt keine Rolle. Wir haben hier in diesem Gebäude Aufzeichnungen über jeden Adelstitel, jeden Stammbaum und jede Ritterschaft in Isilmerald, die viele Jahrhunderte zurückreichen. Ich muss nur das richtige Dokument finden, das euren Anspruch bestätigt. Das verstehe ich nicht. Das soll ja bedeuten, dass man Dringil in den Stammbaum eingetragen hat, heimlich. Es sollte nicht länger als eine Stunde dauern, vorausgesetzt ich verirre mich nicht in den Stapeln. Macht es euch doch gemütlich. Vielleicht möchtet ihr diese Abhandlung über die Korrelation zwischen der Getreideversorgung und der Anzahl der Nachkommen in adligen Häusern durchlesen. Nein. Da steht sie nun. Eine Stunde vorbei. Oh je, oh je. Lass mich raten. Genau der Stammbaum der Espens ist irgendwie weg. Seid ihr krank, Archivar? Ich fühle mich schrecklich, meine Liebe. Oh ja, ich fühle mich schrecklich. Es ist alles sehr beunruhigend. Sehr, sehr beunruhigend. Was habt ihr gefunden? Was ich gefunden habe? Das Ärgerliche ist, was ich nicht gefunden habe. Es gibt überhaupt keine Aufzeichnungen über die Geburt von Dringil. Das dachte ich mir doch gerade. Also, wenn sie hier als zentrale Instanz die Stammbäume verwalten, dann müsste Lord Espen es organisiert haben, bei Dringils Geburt selbigen hier einzutragen. Gleichzeitig aber vor aller Welt geheim zu halten, dass Dringil sein Sohn ist. Das ist schwierig gleichzeitig zu bewerkstelligen, denke ich. Und Biala Adeles, oh nein. Und der Archivar. Ist das nicht schrecklich? Ich kann mich nicht entsinnen, jemals nach einer solchen Aufzeichnung gesucht und einen solchen Fehler gefunden zu haben. Dieses ganze Haus beruht auf dem Konzept einer lückenlosen Genealogie der adligen Abstammung vom höchsten der Hohen, seiner Majestät bis zum niedrigsten Grafen. Und Dringil wirft ein, stellt euch vor, wie ich mich fühle. Das wirft die Frage auf, ob ich überhaupt existiere, denn es gibt keine Aufzeichnungen davon. Und der Archivar, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe mich noch nie für Metaphysik interessiert. Nun, bezüglich eures Problems. Wenn ihr den Titel und den Nachlass des verstorbenen Lord Espen beanspruchen wollt, dann benötigt ihr einen dokumentierten Nachweis eurer Abstammung. Und wenn es einen solchen Nachweis hier nicht gibt, dann muss er auf dem Anwesen zu finden sein. Oder nirgendwo. Kehrt zu mir mit den richtigen Dokumenten zurück. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr als Lord Espens Sohn anerkannt werdet. Neue Quest Namensrecht. Und Level Up. Wir haben ordentlich Punkte gemacht. 1500. Oh. Sehr interessant. Namensrecht. Ah ja, Wege finden ist dann auch schon abgeschlossen. Da hatte ich gerade das Gefühl, endlich wieder einen Platz in der Welt zu haben und dann stellt sich heraus, dass meine Geburtsurkunde in der Halle der Schrift nicht mehr aufzufinden ist. Ich brauche einen Beweis für meine Abstammung, wenn ich den Namen Espen wieder annehmen möchte. Was heißt wieder und was sie noch nie getragen? Also ja, eine Geburtsurkunde, da sind ja die Eltern verzeichnet. Das wäre ein Beweis. Aber wie ist denn das? Eine Geburtsurkunde, die muss man ja offiziell ausstellen lassen. Und eigentlich sollte sie ja hier gelagert sein, um dem Stammbaum auch irgendwie, ja, um dem Stammbaum zu zeichnen. Ist die entwendet worden? Na, vielleicht. Wir haben eine neue Quest. Namensrecht. Der Archivar machte mir klar, dass ich meinen rechtmäßigen Titel als Lord Espen nur dann einfordern kann, wenn ich ein Dokument vorlegen kann, das meine Behauptungen unterstützt. Wenn es irgendwo einen Beweis für meine Abstammung gibt, dann im Espen-Anwesen. Ich sollte mein altes Zuhause aufsuchen, sobald ich mich auf die Abreise vorbereitet habe. Allerdings muss ich vorsichtig sein, denn laut dem Archivar haben sich seit Altnars Überfall auf das Anwesen zahlreiche wilde Tiere dort breitgemacht. Aha.
Nun, wir leveln dich mal auf. Wir haben einen Punkt in Feilschen und Überzeugen, Lernen und Forschen, Braun und Trocknen. Oh, hier. Feilschen und Überzeugen. Klassenfertigkeiten, 2 Punkte. Gegenstand stehen und platzieren hat sich bezahlt gemacht. Da setze ich einen weiteren Punkt drauf. Schlösser knacken, zwielichtige Geschäfte gebe ich auch einen Punkt drauf. Waffen, ja, klar, also Pfeile und Bögen, kleine Klingen. Und ein Punkt übrig, dann nochmal Pfeile und Bögen. Das muss richtig knallen. Annehmen. Ein Helgenhaar. I'm listening. Ja, auch du kannst feilschen und überzeugen. Du bist ein erfahrener Krieger, ja, das bist du. Und oh, 5 Waffenpunkte. Das geht jetzt bei dir in, naja. Streitkeulen und Hämmer sowie Streitäxte. Das sind die Dinge, mit denen du dich auskennst. Zauber und Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Herausforderndes Heulen. Mit einem furchtbaren Schrei zieht diese Fähigkeit die Aufmerksamkeit der Zielkreatur auf den Nutzer. Oh, das ist wichtig. Anhaltende Raserei. Diese Fähigkeit versetzt das Ziel in einen verlängerten Zustand der Raserei. Krieger trainieren ihr Leben lang, um ihre innere Macht zu kanalisieren und ihre Wut nach Belieben abrufen zu können. Oder? Schwerterschuss, vergiss es. Wachsamkeit. Der Nutzer dieser Fähigkeit nimmt eine wachsame Haltung ein, wodurch seine Verteidigungsfertigkeiten gestärkt werden. Aha, und Überfall. Der Nutzer dieser Fähigkeit versucht, einen einschränkenden Angriff gegen das Ziel auszuführen und dessen Bewegung zu behindern. Der nächste Angriff fügt je nach Hauptschadenstyp der verwendeten Waffe einen anderen Statuseffekt zu. Ich denke hier, da Drinkil eher im Fernkampf kämpft und Bjalla, falls sie bei uns bleibt, auch, dass wir hier ihm die Fähigkeit geben sollten, die Aggro auf sich zu ziehen, also das herausfordernde Heulen. Ja. Ja? Während der Stunde, die wir hier gewartet haben, hat Drinke sich mal ein bisschen umgeschaut, was hier so rumliegt. Gar nichts. Oh, hier. Kein Stehlen. Oh, doch. Sofort aufhören. Ja. Das ist alles Spielverderber, gell, Drinkil? Also, ich klicke jetzt hier nicht jedes einzelne Regal an. Wir sehen hier eine unfassbare Menge an Regalen und Büchern. Die Stimme im Wald. Das ist das, was wir schon hatten, genau. Das erkenne ich an den Bildern. Wir können wirklich, also, wir können hier jeden Schrank und jedes Regal angrabbeln. Rezepte, identifizieren, Spruchrollen und so weiter. Gut, oft ist es auch leer. Ja. Okay. Ich erspare uns mal hier in diesem Angespielt jetzt jeden einzelnen Behälter durchzugehen. Das wäre ein Gewehrplay. It's nice to be. Of course. Mal gucken, ob sie sich jetzt von uns verabschiedet oder wie das jetzt weitergeht. Hey, ihr da, kommt her. Der Dicke kommt. Damit bist du bedient, hä? Wer bist denn du? Lord Alfred. I'll do it. Wer bist du? Ein Bürgerlicher. Hallo. Hey, ihr da. Ja, ihr da, kommt her. Ich scheine meine schriftliche Einladung in der Halle der Schrift vergessen zu haben und ich habe in Kürze ein sehr wichtiges Treffen im Königspalast. Ich kann doch nicht einfach ohne sie hereinplatzen, oder? Macht euch nützlich und holt sie für mich. Nö. Mach deinen Scheiß alleine, wenn du so blöd bist, deine Unterlagen beisammen zu behalten.
Hier sieht man aus, wenn sie sich bewegt, dass es so ein kleiner Lichtschein ist. Ja? Schick, schick. Ja, ich würde ganz gern mir noch einen anderen Stadtteil anschauen. Wir haben ja die Geschichte mit diesem Markt, mit Armreif von Graf Lord Markham oder wie er hieß, noch zu erledigen. Was ist denn Wardenhaft? Das kann ich gerade nicht einordnen, was das sein soll. Dem Ladebildschirm nach ist es eine Magierakademie. Wir sind da oben. Ah ja, tatsächlich. Die Wardenhaft-Akademie. Ja, ich denke, da gehen wir jetzt nicht rein, weil das würde jetzt die Episode sprengen. Wir gucken mal den letzten Stadtteil, wie der aussieht. Komme ich da überhaupt rein? Nee, ich muss den Wegpunkt hier benutzen. Hier stehen geisterhafte Wachen rum. Aha. Soll Deron Guld nur kommen? Graurindenplatz, genau. Das ist vielleicht ein etwas einfacheres Viertel. Mal schauen. Ja, das ist ein etwas heruntergekommeneres Viertel. Stolperschritt, Graurinde, Fleischer und Gerber. Adrams Handwerkszeug, Hexenbehausung. Ein baufälliges Haus, die Südküste. Ah, da müssen wir irgendwie... ja, mit diesem Armband uns da rauskaufen letztlich. Graurinde Pfandleihe, Familienhaus, Haus der Maid. Können wir im Grabwächterhaus, oje. Ach, hier ist auch noch ein Friedhof, na super. Und jetzt ist es Nacht geworden. Können wir im Pfandleihhaus diesen Armreif versetzen? Geht das? I'll do it. Dürfen wir hier rein? Ist ja noch offen? Ja. Auf beide Fragen. Ladenbesitzer. Schurken. Can I help you? Ja, vielleicht. Willkommen im Pfandhaus von Graurinde, mein Herr. Würdet ihr euch gerne die Sachen ansehen? Ist dieser Laden legal? Solltet ihr nicht fragen. Mal sehen, was ihr habt. Okay, es ist direkt das Handelsmenü. Dann geht das mit dem Quest-Armreif wohl nicht so, wie ich mir das hier gedacht habe, dass wir ihn hier versetzen. Wir müssten mit dem irgendwas anderes machen. Vielleicht diesen Grafen irgendwo finden und ihm eine möglichst hohe Summe rausleiern dafür, dass er uns den gestohlenen Armreif abkauft und dann die eigentlichen Diebe dann auszahlen. So in die Richtung scheint das wohl zu gehen. Ring der Lügen. Überzeugen 12%. Okay, okay, okay. Aha, aha. Ah ja. So sieht's hier aus. Es gibt noch eine Treppe nach oben. Aber da wird er uns wohl nicht hinlassen, ne? Nee. Geht mal wieder raus. Denn die Episode ist jetzt hier zu Ende. Das ist die vierte Episode vom angespielten Projekt Black Geyser, Careers of Darkness. Und jetzt nichts an euch, liebe Gewehrlinge. Ich werde unter diesem Video zwei Kommentare posten. Der eine, ob ihr möchtet, dass ich weitere vier Episoden angespielt von Black Geyser produziere. Dann gebt ihr diesem entsprechenden Kommentar einen Daumen nach oben. Daumen nach unten zählen nicht. Und einen weiteren Kommentar, in dem sinngemäß drinstehen wird, dass ich das jetzt hier bewenden lassen soll mit diesem Spiel und meine knappe Zeit lieber für die laufenden Projekte oder für ein anderes angespielt Projekt verwenden soll. Ich habe schon ein Spiel im Auge, aber ich verrate euch noch nicht, welches es sein wird. Dann gebt ihr dem anderen Kommentar einen Daumen nach oben, Daumen nach unten sehr nicht, wenn ihr möchtet, dass es hier nach vier Episoden zu Ende sein soll. Zu guter Letzt, mein erster Eindruck vom Spiel ist außerordentlich positiv. Die
Figuren sind sehr detailliert gearbeitet, egal was man denjenigen Leuten anzieht. Man sieht's an den Charaktermodellen. Die Welt ist schön gebaut, wirkt vom Grafikstil her aber ein bisschen steril, ein bisschen sauber. Gerade die Magierakademie, die wir gerade ja nur kurz gesehen haben, wirkt, als wäre sie gerade erst frisch verputzt worden und der Rasen gerade erst frisch geschnitten. Das kann ein bisschen ja, realer aussehen. Aber ich finde den Grafikstil alles in allem nicht schlecht. Ich habe gesehen in den Steam-Review-Kommentaren, dass viele Spieler mit dem Grafikstil überhaupt nicht zurechtkommen. Ich glaube, darauf muss man sich einlassen. Er ist nicht schlecht, er ist in sich stimmig. Er ist halt nur ungewohnt, ja? Baldur's Gate sieht halt anders aus. Oder auch Pillars of Eternity sieht anders aus. Spiele, die ein ähnliches Interface haben müssen und auch aus der ISO-Perspektive gespielt werden, ohne dass man die Karte drehen kann. Was mich beeindruckt, ist die Fülle an Skills, die es hier gibt und die zahlreichen Optionen, die einem diese Skills in Interaktionen geben. Wir haben jetzt vorhin diesem Typen irgendwelchen Wein in die Hose geschüttet und deswegen Biala gerettet. Wir hätten auch irgendeine Lügengeschichte erzählen können oder. Also, eingedenk der Tatsache, dass Dringil ja längst nicht alle möglichen, also technisch, spielmechanisch möglichen Skills überhaupt hat, aufgrund seiner Klasse und aufgrund der Tatsache, wie ich ihn bisher gesteigert habe, heißt das, es gäbe noch ganz viele andere Möglichkeiten. Vielleicht hätte man sich auch einschüchtern können, wenn man jetzt irgendwie einen richtigen Krieger spielt oder dergleichen mehr. Oder verzaubern mit irgendeinem Zauberspruch oder sonst irgendwie einem, vielleicht auch einer intellektuellen Lösung oder einer intellektuellen Möglichkeit, diese drei Lustmolche von Lady Biala wegzubringen. Also da scheint es viel zu geben, das ist sehr beeindruckend. Die Geschichte ist spannend, die Welt ist auch spannend mit diesem Kriegskonflikt und den einzelnen Orten, die wir auf der Karte aufsuchen können, die wir dann untersuchen können. Wir waren jetzt noch in keinem Dungeon, das ist leider der Fall. Ich bin auch nicht sicher, ob wir in den nächsten 4 Episoden zu einem Dungeon kämen. Wenn ich weitere 4 Episoden spielen würde, dann würde ich relativ schnell auch die Stadt verlassen wollen. Denn wir haben jetzt einmal kurz die Hauptstadt gesehen mit den einzelnen 4 Stadtvierteln. Klar, in der Akademie der Magier, die es offensichtlich ist, oder im Königspalast, gäbe es noch viel zu tun. Vielleicht gibt es auch einen Untergrund, wer weiß. Aber all das würde mich ja weitere 4 Episoden aufhalten, wenn ich mich jetzt hier in der Hauptstadt umschaue. Ich würde dann eher versuchen, mal in Richtung des Espenanwesens die Gruppe zu lenken. Keine Ahnung, ob Lady Biala überhaupt dabei bleibt. Vielleicht müssen wir mal kurz mit ihr sprechen. Und dann schauen wir mal im Espenanwesen, oder würden wir schauen, wenn ihr das möchtet, ob es da für unsere Heldengruppe machbar ist, ob wir da durchkommen. Oder wir gucken mal zu diesen Grabhügeln hin. Da haben wir zwar nichts zu tun, aber um einen Einblick ins Spiel zu geben, ist es vielleicht nicht schlecht, auch dort mal vorbeizuschauen. Das wäre so der Plan, um dann noch einen größeren Eindruck vom Spiel zu kriegen. Insgesamt bin ich sehr, 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 sehr positiv überrascht über dieses Indie-Spiel. Das ist sehr, 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 sehr komplex. Es gibt vielerlei Spielmechaniken. Wir können schleichen, diese Anführer-Boni, Zauberei in vielerlei Form. Es gibt auch ja offensichtlich für diesen Zwergen Helgenhaar ja Fähigkeiten, die wie Zauber wirken, aber jetzt keine arkanen Zauber sind. Ne? Das geht dann schon fast ins Pathfinderige in diesem Spiel. Und wer weiß, was ich noch alles gar nicht entdeckt habe. Ich denke, dieses Spiel ist viel zu unterbewertet auf Steam und hätte durchaus Bock drauf, hier ein richtiges, vollumfängliches Gwirrplay hinzulegen. Die Frage ist nur, wann? Ich bin gespannt auf eure Kommentare unter dieser Episode, wie ihr das Spiel bisher findet, was ihr über das Spiel vorher wusstet und jetzt durch mich, durch meine Episoden neu gelernt habt oder wie sich euer Eindruck, den ihr vielleicht hattet, möglicherweise verfestigt oder auch geändert hat. Ob ihr das Spiel selbst spielen möchtet, ob ich euch angefixt habe, das war ja auch das Ziel dieses Angespielt, euch das Spiel mal zu zeigen. Für diejenigen, die nicht wissen, was sie spielen sollen, nachdem sie mit Pathfinder schon 2-mal durch sind. dass sie hier ein würdiges, kleines Indie-Spiel haben, das sie angehen können, das auch recht komplex ist von der Spielmechanik her.
Im Augenblick scheint es mir ein bisschen zu leicht zu sein, also zumindest die Gegner, die wir bisher hatten. Diese Waldkobolde und die Wölfe sind mit Helgenhaar gemeinsam überhaupt kein Problem. Und mit einem bogenschießenden Dringil. Es kann sein, dass das halt so eine Tutorial-Karte war, wo halt keine starken Gegner sind. Vielleicht kriegen wir am Espen-Anwesen richtig auf die Fresse, das kann sein. Dennoch im Augenblick würde ich euch, wenn ihr ein bisschen erfahren in solchen Spielen seid oder auch erfahrener Zuschauer von Gwirrplays, von derartigen Spielen, durchaus empfehlen, spielt es mal mindestens auf Schwierigkeitsgrad schwer, wenn nicht gar noch eins höher. Es gibt ja noch einen höheren Schwierigkeitsgrad als der, auf dem ich ja gerade das angespielt produziere. Also da würde ich bei einem Let's Play wahrscheinlich zur höchsten Schwierigkeit tendieren. Um da mal wirklich auch Ärger zu haben in Dungeons mit Gegnern und dergleichen mehr und mir überlegen zu müssen, wie ich da vorgehe. Ja, also das sind meine ersten Gedanken und ich bin gespannt auf eure Meinungen und Gedanken zu diesem Spiel und bin mindestens genauso gespannt darauf, wie sich denn die kleine Abstimmung unter dem Video gestalten wird, ob ihr möchtet, dass ich hier weitere 4 Episoden produziere oder ob ihr sagt, na, zeig uns lieber was anderes, lieber Quer. Und selbiger ist jetzt hier erstmal weg.